Hallo und willkommen bei E-Bike Tom. Heute fahre ich mal eine Tour zum Stienitzsee. Ja, wir haben schon 13 Kilometer hinter uns. Und es gab auch schon einen kleinen Regenschauer. Deshalb habe ich jetzt erstmal die Kamera, nachdem der Regenschauer vorbei ist, angemacht. Weil ich hatte auch heute vergessen, meine Regenklamotten mitzubringen. So, wir sind jetzt schon Fredersdorf, Vogelsdorf. Außerhalb von Berlin. Jetzt kommt auch die Sonne wieder raus. Ich hatte schon die Befürchtung, der ganze Tag wird sehr verregnet. Das ist der Ortsteil Vogelsdorf. Und die Erpe haben wir gerade überquert. Ja, der zweite Grund, warum ich jetzt erst die Kamera angemacht habe, die Halterung, meine Brustgurthalterung, da ist auch was kaputt gegangen. Plastikware aus China hält halt nicht auf Dauer. Und jetzt musste ich erstmal so ein bisschen reparieren bzw. improvisieren, dass es doch dann einigermaßen hält. So, 15 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Da ist auch heute eine Tour von knapp 50 Kilometern. Fahr überwiegend in Eco Plus. Und aktuell habe ich noch meine 5 Balken. Alles schick. Ja, heute werde ich auch auf meiner Tour die 600 Kilometer Marke knacken, die ich jetzt mit meinem Propheten-Entdecker hinter mir habe. Ja, jetzt gleich überqueren wir mal die Autobahn. Ja, ich habe auch noch eine kleine Überraschung in meinem Gepäck. Deswegen hatte ich hier auf den Regenanzug verzichtet, weil die Überraschung brauchte nämlich auch ein bisschen Platz in meinen Gepäckträgertaschen. Und da lasst euch mal überraschen. Sobald ich hier mal ein schönes Plätzchen jetzt gleich erwischt habe, packe ich das mal aus und dann zeige ich euch mal, was ich da mitgenommen habe auf der Tour. Ja, hier auch ein schöner Radweg entlang der Autobahn. Und jetzt, wo die Sonne rauskommt, sind die Temperaturen auch sehr angenehm, muss ich sagen. Also, als ich losgefahren bin, hat man noch so 5 Grad.
mit Bewölkung und leichten Regenschauer. War relativ frisch. Ja, und nun? Scheint die Sonne. Und das war's. Sehr cool, sehr cool. Genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Wo sind wir denn jetzt? Nähe Strausberg. Und ich habe schon wieder einen Wassertropfen abbekommen, aber das soll ja jetzt nicht das Problem sein. Ja, die Wolken oben, die sind ein bisschen gräulich. Ja, da muss ich durch. Da hilft nichts. War ein bisschen flott, ja. Das war ein bisschen flott, ja. Lecko funny, ey. Habt ihr das mitgekriegt? Da habe ich aber die Geschwindigkeit mal ein bisschen überschätzt hier. Ja, das Blöde war gewesen, genau in der Mitte war dieses komische Steinchen. Und da wollte ich nicht drüber fahren. Und dann stand mich dann in der Kurve in die... auf die linke Seite zu legen, habe ich mich dann auch für rechts entschieden. Das war ein Fehler. Wow, das war cool. Ja, Moment, was ist denn hier los? Kreisverkehr. Was ist denn das? Ah, wir müssen da hinten rum. Denk ich doch mal, ne? Ja, ich musste jetzt auch leider einen kleinen Umweg machen und habe mich jetzt hier für diesen Trail entschieden. Und auf der, ja, sah mir aus wie eine Bundesstraße, da wollte ich jetzt nicht drüber fahren. Naja, ein kleiner Kilometer Umweg, kein Problem, kriegen wir hin. So, was haben wir denn? 20 Kilometer und ihr seht es, noch alle 5 Akkubalken. Es fängt an stärker zu regnen und ich hoffe, dass hier irgendwo ein kleiner Unterschlupf ist oder ein schöner großer Baum. Oder. Ah, der Wald nimmt aber einiges weg an Regen. Der nimmt einiges weg. Ach, das ist ein hübscher Unterstand. Sehr schön. Die Märchenhütte. So. Die Märchenhütte. Sehr witzig. Sehr nett. So, machen wir ein bisschen die Bremse wieder sauber. Und weiter geht's. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen orientieren. Weil hier sagt mir Komoot irgendwie, ich soll wieder zurück. Ich weiß auch nicht warum. Ach, dahin. Nee, ich muss weiter geradeaus. Ich bin schon am Stienitzig. Ja, ich bin schon am Stienitzig. Ich muss einfach nur weiter geradeaus. Alles klar. Okay.
Ich bin schon am Stienitzsee. Der müsste auf der rechten Seite sein. Sehr cool. Dann kann ich auch gleich meine Überraschung auspacken. Ah, wunderbar, die Sonne kommt raus. Herrlich, herrlich. So soll das sein. Perfekto. Ja, man hat schon bei Komoot mich gewarnt zu dieser Strecke. Sehr sandig, holprig. Aber ich fahre die jetzt trotzdem. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Weil ich hatte zwei Touren zum Stienitzsee geplant. Eine mit etwas abenteuerliche, die ich jetzt gerade fahre. Und dann eine, die überwiegend auf Radwegen fährt. Ja, mein Prophet der Entdecker macht seinem Namen alle Ehre. Er entdeckt unbekanntes Terrain. Was haben wir denn jetzt? Also ich bin auch begeistert vom Akku. Also ich bin jetzt hier, 21 Kilometer sind wir gefahren. Ja, durchschnittlich Eco Plus gefahren. Hatte auch meine Strecke eine Steigung, wo ich dann mal für 5 Minuten auf Stufe 5 war, also den Turbo eingeschmissen habe. Dann auch mal 1-2 Kilometer, wo ich mal auf Tour gefahren bin, wo es dann auch leicht bergauf ging. Und ich bin sehr begeistert. Und wir reden hier von einem 400 Wattstunden Akku. Ja, also klar, bei Eco Stufe 1 habe ich in so einer Tabelle gelesen, hat man 20% Unterstützung. Bei Eco Plus 40, bei Tour 60, bei Turbo 80. Ne, Quatsch, bei was hat Stufe 4. Ist das schon Turbo? Ne, keine Ahnung, Stufe 4 halt und dann Stufe 5 Turbo. Dann 100%ige Unterstützung. Und das macht viel aus, ne? Ob man jetzt eine Tour fährt, wo man schon 60% Unterstützung hat oder nur Eco Plus, sprich Stufe 2 mit 40%. Die Reichweite lässt sich dadurch enorm steigern. Ja, auch hier hat der Sturm gewütet, wie ihr sehen könnt. Eine umgeknickte Fichte. Ich kann das Wasser schon sehen, ich kann das Wasser schon sehen. Da ist es. So. Jetzt müssten wir hier links oder da unten. Wir fahren mal erstmal links. So, machen wir mal den Turbo eben ein. Den Berg mal hier hochzukommen. Wo bin ich denn jetzt hier? Verdammte Hacke. Mitten im Nirgendwo. Absolut mitten im Nirgendwo. Also das ist wirklich, ja, wunderbar. Dann müssten wir auch gleich da an der Stelle sein, wo ich hin wollte. So. Ja, hier wo noch Leute. Da ist noch ein Stück weiter und dann jetzt rechts. Sehr schön. Sehr zu rechts. Oh toll. Wow. Kann man ja gar nicht hin. Da kann man ja gar nicht hin. Da ist ja alles zugeballert. Ja, an der Stelle, wo ich hin wollte, geht's nicht. Da ist also dreh um. Zu der anderen Stelle. Ja, das hat leider nicht funktioniert, weil da lagen jetzt nur umgestoßene Bäume. Das ging
leider gar nicht. Darunter kann ich nicht, ist privat. Heißt also jetzt erstmal wieder zurück. Schade. Schade, schade, schade. Aber das werde ich dann auch bei Komoot mal aktualisieren, dass man an der Stelle nicht mehr hinkommt. Weder als Wanderer noch als Fahrradfahrer. Aber da waren jetzt eine ganze Menge umgestoßener Bäume. So, dann gehen wir mal an die Stelle hier. Das war nämlich die Alternative auf der Karte. Und ich hoffe, hier habe ich wenigstens die Möglichkeit, bis ans Wasser zu kommen. Es sieht nicht gut aus. Was ist das denn hier? Meine Güte, immer diese Äste, ey. Immer diese Äste. Anglerverein. Hier ist ein Anglerverein. Vereinsgelände. Ne, hier kommen wir auch nicht an den See dran. Also das nervt mich jetzt hier. Oh, das nervt mich jetzt aber extrem, dass ich nirgendwo hier an den See rankomme. Ja, ich versuche jetzt ein Stück zurückzufahren und dann links, in der Hoffnung, dass dann ein Weg da ist, der bis zum See führt. Weil ich möchte ungern komplett außen rum fahren. Aber deswegen hatte ich mir auch eine alternative Route, also sprich eine zweite Tour geplant, weil ich da schon irgendwo innerlich Befürchtungen hatte, dass das mit dem Wegen hier nicht ganz funktioniert. Drückt mir die Daumen, dass das hier funktioniert. Ach, das sieht doch mal fast optimal aus, wenn dann nicht diese Hütten wären. Wenn dann nicht diese Hütten wären. Also ich kack ab, wenn ich jetzt hier keinen Blick auf den See bekomme. Und gleich dieses Fahrrad hier noch hochschieben darf. Oh nein, das ist eine Art Campingplatz. Wow. Ja, geht's nur noch hier runter. Hier geht's nur noch runter. Ja. Ja, da unten ist zu morastig, da kann ich nicht hinfahren. Hoppala, hoppala, hoppala. Mal gucken, wo der Weg mich hier hinführt. Na komm, gut, schau doch schon, umdrehen, umdrehen. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier alles so verwaldet ist, bis direkt zum See. Scheiße, das sieht nicht gut aus. Nee, der Weg führt mich wieder zurück. Der führt mich wieder zurück. Ja, Leute. Scheint so, als ob ich hier einen riesen Umweg fahren muss. Wozu ich ehrlich gesagt gar keine Lust habe. So, aber das Positive ist, ich bin heute nicht zeitlich gebunden. Deswegen machen wir gleich weiter. Ja, Leute. Mein Glück hat mich verlassen, es hagelt. Eben noch strahlender Sonnenschein. Und jetzt ist es am Hageln. Aber ich sehe schon da vorne eine Hütte. Und zwar ist das die Hütte, wo wir auch eben dran vorbeigefahren sind. Und da werde ich jetzt erstmal eine Pause machen und überlegen, wie es weitergeht. Weil auf der Tour komme ich hier, auf der Route komme ich hier nicht zu meinem Ziel. Ja, Leute, ich bin in der Schutzhütte. Gott sei Dank.
und hab Glück gehabt. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich mich heute für diese Tour entschieden habe, weil da mehrere Schutzhütten sind im Wald und ich nicht so genau wusste, wie das Wetter wird. Und da ich ja meine Regenklamotten vergessen habe bzw. zu Hause liegen lassen habe, bin ich jetzt heilfroh, genau zum richtigen Zeitpunkt hier in der Hütte gelandet zu sein bei diesem Hagel, der hier runterkommt. Es ist richtig fett am Hageln. Schaut euch das mal an. Ja. Ja, hier ist auch so eine, keine Ahnung, eine Kindergruppe, die ihren Geburtstag feiern. Da gibt es ja, da hinten ist noch so eine Schutzhütte da hinten irgendwo. Auch mit Luftballons geschmückt. Ich bin froh, dass jetzt hier die Schutzhütte frei war. Und werde dann hier erstmal ja, jetzt ein Päuschen machen und warten, bis dieses grauenhafte Wetter vorbei ist. Und dieser Hagel, schrecklich, absolut schrecklich. So. Ja. Ja. Dann sage ich mal, bis gleich. Alles klar. So, Leute. Ich hab's geschafft. Ich bin angekommen am Stienitzsee. Aber das war jetzt eine Aktion, um hier mal einen Platz zu finden, der direkt am See ist. Ich war, ihr könnt euch erinnern, da hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wo die Wohnwagen stehen, da war ich gewesen. Und da sollte eigentlich auch eine Stelle sein, wo man direkt zum See kommt. Aber ihr habt ja gesehen, es war alles mit Bäumen durch den Sturm umgekippt. Also musste ich jetzt komplett außenrum hier bei Henningsdorf. Und auch selbst hier bei Henningsdorf ist alles am Ufer des Stienitzsees sowas von zugebaut, dass man nirgendwo eine Möglichkeit hat. Und hier am Sportplatz, hier ist auch der Sportplatz von Henningsdorf, hier gibt es halt die einzige Möglichkeit direkt am See, am Anleger zu kommen. Wahnsinn. Das war eine Aktion, ey. Ja, hoffentlich spielt das Wetter noch einigermaßen mit. Und dann mache ich jetzt erstmal ein Päuschen. Ja, hier gibt es auch eine Anlegerstelle. Mit Fährverkehr oder Bootsverkehr, keine Ahnung. Habe ich aber auch im Internet nichts finden können, dass hier irgendwie ein Fährverkehr stattfindet. Keine Ahnung. Sehr mysteriös. Ja, hier sind wir fast bei, was haben wir jetzt gefahren? 31 Kilometer, immer noch ein Balken, wie ihr sehen könnt. Ja, kurze Zwischeninfo. Ich bin jetzt schon wieder auf dem Rückweg und habe jetzt 33 Kilometer hinter mir und soeben ist der zweite Balken verschwunden. Fahr weiterhin auf Eco Plus und das würde ja bedeuten, wenn das so weitergeht, dass wir hier doch eine ganz tolle Reichweite mit dem 400 Watt Akku hinbekommen. Es gibt nichts Schöneres wie frischen, tollen Hagel ins Gesicht zu bekommen. Herrlich dieses Gefühl. Wie 1000 Nadelstiche. Wer auf Schmerzen steht, der sollte das unbedingt ausprobieren. Tolle Sache, tolle Sache. Ironie aus. Ja, der Hagel hat jetzt ein bisschen mal nachgelassen. Gott sei Dank.